Tracy Turnblad. Ja, ich komm gleich, Mama. Wie, dass die Tracy jetzt in diese Fernsehshow reingeht? Das, ohne dass wir es wissen. Ohne dass wir es wissen. Ja, eben. Ja, genau. Hallo? Nicht so nah. Nein. Rüber kannst du der Dame sagen, bitte, dass sie mich nicht von vorne filmen soll. Sie sollen meine Frau bitte nicht von vorne filmen. Ja, aber sie hat so ein hübsches Gesicht, das muss doch nicht fern sein. Oh, Sie sind eine. Ja, eine Schmeichlerin. Es gibt ein Wort für Frauen wie sie. Und der steht auf keiner Glückwunschkarte. Natürlich, meine Frau ist gemacht fürs Fernsehen. Na, das komm, sagst du, Wilber, Schatz, aber natürlich. Bei meinem derzeitigen Gewicht. Nee, Wilber, deine schöne Augen. Ach so, danke. Ah, mein Name ist Wilber Turnblad und das ist meine Frau. Ja, komm, sag was, Schatz. Ich muss reden. Ja, du kannst was reden. Mein Name ist Edna Turnblad und ich habe einen Wäschesalon. Schon seit 20 Jahren. Ich habe einen Scherzartikelladen. Oh, darf ich ganz kurz mein neuester Trick präsentieren? $6. Moment, darf ich kurz, Schatz? Ja, was? Oh, Wilber. Entschuldige. $6. Die Samba-tanzende Serviette. So, und wir haben eine Tochter. Hier? Ja, oder? Ja. Momentan gibt es da so kleine Reibungen. Ja, Reibung ist... Ja, Tracy macht uns sehr stolz. Und auch manchmal so. Und auch manchmal nicht. Genau. Leichte Schwierigkeiten haben wir momentan. Sie möchte so gerne tanzen. Ja, in so einer Fernsehshow. Also, mein Name ist Tracy Turnblad. Ich gehe auf die Patterson Park High School hier in Baltimore. Und ich schaue am liebsten die Courtney Collins Show. Und da habe ich am liebsten Link Larkin, weil der super, super cool tanzt und auch richtig gut singt. Und am liebsten würde ich da auch gerne mal mitmachen bei der Courtney Collins Show, aber meine Mama lässt mich nicht. Na, wie sag ich, da sind halt nur so dünne Mädchen in der Show. Und unsere Tracy, Wilbur. Wir wollen halt nicht, dass sie enttäuscht wird, gell? Meine Mama will das nicht, weil sie glaubt, dass das nicht gut gehen würde, wenn ich da vortanze. Denk nicht mal dran, zu diesem Vortanzen zu gehen. Bitte! Nein! Mama! Ich hab das alles durch. Ja, du, weil sie kennt das ja auch. Ich hab das alles durch. Nein. Nicht weinen. Nein, ich hab das auch überwunden. Ich kann da ganz normal drüber sprechen mittlerweile. Wir können Tracy davor noch bewahren, vor diesen dünnen, bösen Mädchen, die dann über unsere Tracy lachen. Aber ich will da wirklich, 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 wirklich hingehen. Weil ich glaube, dass ich richtig gut wäre dort. Weil ich kann alle Schritte. Ich kann sie euch auch vortanzen. Soll ich? Hallo, ich bin Tracy Turn. Na, tanzen ist ein Hobby. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, ein großes Hobby, aber ein Hobby, gell, ja. Aber Wilber, du musst mich da schon ein bisschen unterstützen. Mach ich doch, Schatz. Aber wenn ich der Tracy verbiete, dass sie nicht in die Show darf, dann musst du hinter mir stehen. Ja, aber... Sonst bin ich wieder die Böse. Ich weiß. Sie ist jung und sie muss einfach mal ausprobieren, das, was ihr Spaß macht. Das braucht halt Zeit. Und dann lachen die dünnen Mädchen über Tracy. Und dann? Wer tröstet dann Tracy? Ich find's schon schade, aber ich glaube, meine Mama weiß gar nicht, was ich alles kann. Das fände ich schon richtig kacke.
Ich glaube, ich würde trotzdem gehen. Also wir können ja nicht 24 Stunden pro Tag auf sie schauen, natürlich, gell? Schatz. Wie, dass die Tracy jetzt in diese Fernsehshow reingeht, oder was? Dass sie geht, ohne dass wir es wissen. Ohne dass wir es wissen? Ja, eben. Na, Hausarrest! Ich glaube, ich würde trotzdem gehen. Und wenn sie dann sieht, dass es gut gegangen ist, dann wird sie eh auf meiner Seite sein. Wenn es nicht gut geht, ja, dann wird sie es eh nicht erfahren. Weil dann bin ich halt einfach nicht in der Sendung. Wilbur, immer muss ich die Böse sein. Nein, nee, 2 Wochen mindestens und kein Essen. Zum Frühstück. Ich habe schon mit Tracy, Tracy übernimmt mein Salon. Ätnas antichemische Putzerei. Das wird irgendwann der Tracy gehören. Aber das weißt du doch noch nicht, Schatz. Eines Tages wird Ätnas antichemische Putzerei dir gehören. Wirst du dem auch gewachsen sein? Ich hoffe nicht. Das kann man nicht verlangen. Das Mädchen soll das machen, was sie gerne macht. So ist es. Ich verstehe gar nicht das Problem. Es ist ja eh nur mein. Also, ich krieg das Nein. Das hat ja gar nichts mit ihr zu tun. Ich verstehe wirklich nicht, wo das Problem liegt. Es ist einfach mein größter Traum und ich finde, man muss große Träume haben und man soll denen auch nachgehen. Sonst kann ich ja nicht weiterkommen. Na, Sie sind eine, als ich noch jung war. Ja. Früher wollte ich meine eigene Kleiderkollektion rausbringen. Und du warst gut. Ja. Ja, du warst richtig gut. Ja, ich wollte die eigene Kollektion kolossaler Schnittmuster. Aber das war mein Traum. Und jetzt wasch und stopp und bügel ich fremder Leute Sachen. Und das ist sehr erfüllend. Ich glaube, ich mach's einfach. Ich glaube, ich mach's einfach trotzdem. Nee. Das ist ja Wilbur, die Frau zoomt ran. Sie sind keine nette Frau. Die will die einfach von ganz. Nein. Dann du ausschaust. Nein, um Gottes Willen, Wilbur, bei meinem derzeitigen Gewicht. Wir sind noch nicht fertig. Oh Gott, jetzt fehlt ihr ja immer noch. Jetzt machen Sie dieses Ding da weg. Gottes Willen. Komm bitte. Ich würde sagen, dass wir lassen das Thema.